Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA San Andreas. Wir machen heute weiter. Wir gucken mal einfach ein bisschen. Wir müssen speichern. Zack. Und dann geht's mit der nächsten Mission mit CJ weiter. Die heißt Deconstruction. Hey, Homies. What up, Carl? What the fuck is going on? Do I look like a hooker to you? What? Those assholes keep saying shit to me. Who said this to you? The constructor workers up that hill. I'ma fuck them up. Nah, hold up. I got this. I need to go teach him a little respect, huh? That's right. Yeah. I've been thinking about getting me some new land anyway. Verjage die Baufirma. Sichere alle Baucontainer und erledige den Vorarbeiter, okay? Das machen wir mit der Panzerfaust am besten. Wahrscheinlich. Mit Fahrzeugen kannst du die Baucontainer besser zerstören. Ja, funktioniert schon irgendwie. So, wir sollen, ein bisschen arbeiten. Wir sind Gott sei Dank genau 6 Stück. Is this for me? Bring it on, buddy. Stop. Ooh. Hey, I'm sorry, but it's low. Hey, you have fun. Ach, wir haben noch Zeit, Zeitlimit. Das hat ja wirklich gut geklappt, würde ich sagen. Aber eine coole Mission. Eine coole Mission, muss ich sagen. Gut, dass ich die Mission... Gut, dass ich das gemacht habe gerade. Ich spiele uns nicht die PS2-Version, so nebenbei. Das Gute ist, ich speichere mal ein bisschen vorher. Wir brauchen ja Gott sei Dank nicht nochmal diese Dinge zu machen. Brauchen wir sowieso nicht. So, wir arbeiten uns jetzt mal gerade vor. You don't look like you need this no more. Go ahead, make me hurt. Oh, yeah, this is gonna be fun. You try to kill someone? Hey, I gotta calm you down. Want a black guy? I'll be on. Oh, you real I'm gonna calm. Mess you up. Got some sort of order, buddy? Ooh, you almost hit me. I ought to kick your ass. Oh, gib mir den auf den Sack, Alter. Gib mir den auf den Sack, Mann! Hau ab von mir! Meine Güte!
run away, fool. So, jetzt haben wir noch eine Minute 19 und ich habe die Scheißpistole. Jetzt geht mir nicht alle auf den Sack, Alter! Ja, ist egal, verloren. Weil mir die Mist. Och Mann, weil die mir alle auf den Sack gehen müssen. Ich habe jetzt nur 10 Sekunden, wir müssen dich aus dem Auto rausholen. Ganz dringend, es geht nicht anders. Nee, 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 wir müssen dich ganz dringend aus dem Auto da ziehen. Geil. Und wir kriegen es nicht hin, weil ich das... Ja, dann machen wir es nochmal. Das ist nicht wahr! You still got a problem with me? Yeah! Oh, jetzt fuckt mich doch nicht alle gleich! Ah, oh, doch, du geh mir denn auf den Sack mit deinem scheiß Bulldozer, Mann! Bring it on. Come on, asshole. A gun. Ja, erledigt. What's all that damn clatter? Haha. Aufgeräumt. Holy crap, I didn't see nothing. Ich schieb die mobile Toilette in die Grube. Dann schüttet sie mir zu Ben zu. Ich hoffe, dass wir keine Zeit laufen haben nebenbei. Nö, haben wir nicht. Jetzt geht der Typ mir die ganze Zeit schon wieder auf den Sack.
Na, hau doch mal ab, endlich, ey! So, haben wir es jetzt irgendwie auf die Reihe bekommen, oder? Zwei Heinis haben wir zu erledigen. Ey, wenn du mir jetzt durchgehst mit deinem scheiß Bulldozer auf den Piss gehst, du Arsch, Alter. Hau doch mal ab von mir, Mann! So, das ist mal gut. Komm her jetzt. Oh, Alter. Fuck mich nicht ab, Alter. Verarschen. Weil der Typ mir mit seinem scheiß Bulldozer wirklich 5 Jahre lang einfach nur auf den Piss ging. Komm, du musst noch ein bisschen jagen. Ich bin ein Vollidiot, ich kann nicht anders als dem die ganze Zeit hinterher zu fahren. Wir probieren es in der nächsten Folge, weil jetzt dreimal müssen wir es probieren, jetzt versuchen wir es nochmal. Ist die Mission eigentlich so easy, aber irgendwie, oh Mann, weil die ganze Zeit dieser scheiß Pisser da, die ganze Zeit mit seinem scheiß Bulldozer mir die ganze Zeit hinterher gerannt ist. Naja, bis zum nächsten Mal.